Hi, wenn du mal so eine einfache Aufgabe hast und du suchst zum Beispiel den Winkel Alpha, dann ist das hier zum Beispiel sehr einfach lösbar. Ne? Du stellst einfach nur 2 mal Cosinus von Alpha ist gleich A minus B. Dann holst du auch noch 2 darüber. Also ist das A minus B durch 2 und dann setzt du da ganze, dem ganzen Arc Cosinus drauf. Arc Cosinus von Cosinus ist ja wieder Alpha. Das heißt, hier schreibe ich einfach nur Alpha und hier geht es Arc Cosinus von A minus B durch 2. So einfach hast du es dann gelöst, gell? Aber was machen wir, wenn wir etwas kompliziertere Aufgaben haben? Also angenommen, in deiner Aufgabe stecken sowohl Cosinus als auch Sinus, möglicherweise Tangens oder Katangens. Dann ist das gar nicht mal so übel. Wenn du etwas herausfinden willst, was in allen da drin ist, wegen mir Alpha, dann ist es mal gar nicht so schlecht, wenn du die versuchst auf einen runterzubrechen. Auf nur Cosinus oder nur Sinus oder nur Tangens oder nur Katangens. Wie kann man es hinkriegen? Du musst ein paar Zusammenhänge kennen. Zum Beispiel, dass Tangens von Alpha gleich Sinus von Alpha geteilt durch Cosinus von Alpha ist. Oder dass Katangens von Alpha gleich der Kehrwert davon ist, also Cosinus von Alpha durch Sinus von Alpha. Noch eine zusätzliche Hilfe könnte dir sein, diese Gleichung. Sinus von Alpha Quadrat, übrigens, wenn du hier Quadrat schreibst, dann ist es auch mathematisch dasselbe, wenn du es einfach nur hier hinschreibst, also Sinus Quadrat Alpha plus Cosinus Alpha Quadrat ist gleich 1. Das ist eine schöne Gleichung, die du dir auch zu Hilfe ziehen kannst. Das heißt, indem du diese Gleichungen hier dir zu Hilfe nimmst, könntest du es hinkriegen, aus einer Gleichung, die sowohl Sinus, Cosinus, Tangens als auch Kotangens drin hat, möglicherweise eine Gleichung hinzukriegen, die nur mit Sinus oder nur mit Tangens abgebildet werden könnte. Viel Spaß!